Shindy stellt sich den Fragen des Richters. Nahm er einen 13., aber letzten Sip von dem Espresso, den es vor dem Saal 500, den man ziehen konnte. Also man merkt schon, er hat keinen Bock, überhaupt zu reden. Er sagt nur das absolut Nötigste. Sie müssen sich ein neues Mikrofon kaufen. Du Peach. Was haben Sie gesagt? Peach-Eistee schmeckt lecker. Sie meinen, ich nuschle, aber ich habe noch nicht mal angefangen zu reden. Wissen Sie, was dabei rauskommt, wenn ich anfange reden? Platin. So, dann haben wir jetzt endlich mal wieder einen Gerichtstag. Hat uns schon gefehlt. Hat uns schon gefehlt. So, Book Snitch, Prozess Rapper Shindy vor Gericht. Er sagt, ich dachte nicht, dass es in die Brüche geht. Aha. Imke Garrett war für uns von Watson. Am Mittwoch startet der 97. Prozesstag gegen Arafat, mittlerweile TikTok-Star und Hairmaker und seine Brüder. Am vorherigen Prozesstag machte Verteidiger Hans-Georg Birkhoff deutlich, dass es zwingend notwendig sei, dass der Sachverständige vom Gutachten, ihr wisst, Audiogutachten aus Wien, der Sachverständige auf jeden Fall gehört werden muss. Dabei ging es um die Tonbandaufnahme, die vom 18. Januar 2018 stammen soll. An diesem Tag sei Boo Snitch nach eigenen Angaben bedroht, eingesperrt und mit der Wasserflasche beworfen worden. Mittlerweile wissen wir, dass es ja schon gebetsmühlenartig. Auf der besagten Aufnahme ist davon aber allerdings nichts zu hören. Der Rapper, als auch sein Anwalt Stefan Chopmaster Choppe, zweifeln aber deren Echtheit an. Klar, würde ich auch. Chopmaster fragte sich, warum taucht die Audiodatei erst anderthalb Jahre später auf? Damit werde der Prozess ja künstlich um 14 Monate verlängert. Zuletzt wurde über die besondere Sicherheitsvorkehrung im Verfahren auch gesprochen. Einer der Verteidiger merkte an, für einen Zeugen, der in Dubai lebt, müssen wir doch nicht diesen Aufwand betreiben. Der Vorsitzende Richter Martin Moss erklärte, dass eine neue Gefährdungslagebild geprüft werden müsse. Autarke Mackies. Nun sollte aber erstmal die Zeugenaussage von Shindy kommen. So. Shindy stellt sich den Fragen des Richters. Zuletzt erschien Shindy im August 2022 vor Gericht. Dabei wollte der Künstler keine Fragen beantworten und berief sich auf den Paragraphen 55, das Auskunftsverweigerungsrecht, um sich selbst nicht zu belasten. Der Herr Schindler, wie er bürgerlich heißt, nahm nun im Zeugenstuhl Platz. Neben ihm saß sein Anwalt. Der Zeuge erschien vor Gericht in einer pinken Jogginghose und einem weißen T-Shirt. Der Vorsitzende Richter Martin Moss hatte einen Fragenkatalog für ihn vorbereitet. Der Rapper war von 2013 bis 2018 bei Erst Guter Junge gesigned. Also wie Bushido vorhin gesagt hat, nicht bei ihm gesigned. Er war bei Erst Guter Junge gesigned. Ja, was denn? Ach so, war nicht sein Label. Ach so. Ja, okay. Sorry, wusste ich nicht. So. Schnell ging es um den sogenannten Zaunstreit, der sich 2017 ereignet haben soll. Dies sei einer der ersten Auslöser gewesen, warum Bushido und Arafat getrennte Wege gegangen seien. Ich habe etwas mitbekommen, aber keine genauen Erinnerungen, auf welchem Wege. Es war ein Streit zwischen den Angeklagten und Bushido, wo es um die Platzierung eines Zauns in Kleinmachnow ging. Natürlich. Für den, wie hat Chat nochmal gesagt, wie er ist? Den dogmatischen, den provinziellen, den puranischen, den puritanischen, den krämerseligen. Krämerselig beschreibt eine übertriebene Sorgfalt oder Genauigkeit oft in trivialen Angelegenheiten. Natürlich. Da ist ein Zaun auch schon mal, kann auch schon mal Ärger bringen. Wer genau involviert gewesen sei, wüsste er nicht. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht, um was es ging, betonte er. Der Richter kam auf den 18. Januar 2018 zu sprechen, dem besagten Tag. Der 34-Jährige sagte, ich habe allerlei Gerüchte gehört. Ich habe gehört, dass in der Bruderstraße Sachen passiert sein sollen. Shindy wisse allerdings nicht was. Das mit der Wasserflasche weiß ich aus den Medien, meinte er. Als der Richter fragte, ob er bei Bushido oder den Angeklagten Arafat sozusagen nachgefragt habe, erklärte er, ich habe keinen Kontakt zu keiner Partei. Also auch nicht mit AfD. Zu dem Zeitpunkt, als er davon erfahren habe, bestand bereits
kein Verhältnis mehr. Wie die Beziehung zu Bushido zum Zeitpunkt der Trennung gewesen sei, erklärt er so. Wir hatten bis zum Schluss ein durchweg freundschaftliches Verhältnis. Heute haben wir keinen Kontakt. Warum? Keine Ahnung. Ich habe die letzten Instagram-Nachrichten nicht geöffnet. Ich sag's mal so, wie er es sagen würde, okay? Wir hatten bis zum Schluss ein durchweg freundschaftliches Verhältnis. Heute haben wir keinen Kontakt. Warum? Keine Ahnung. Ich habe die letzte Instagram-Nachricht nicht geöffnet. Ich war gebotox wie noch. Nein, auf jeden Fall. Also, ich habe die letzte Instagram-Nachricht nicht geöffnet. Das ist normalerweise die Art und Weise, wie Bushido den Leuten immer versucht, die kalte Schulter zu zeigen. So, touché, mein Freund. Demnach habe er 2018 sowohl Boomsnitch als auch Arafat keine persönliche Verbindung mehr zu denen. Okay, der Rapper dachte nicht an eine Trennung. So, weiter geht's. Schließlich ging es um die Trennung von Bushido und Arafat. Shindy sagte dazu, es gab Gespräche zwischen mir und Bushido. Bushido habe ihm gesagt, dass es Streit gebe, wodurch sich die Wege trennen könnten. Dazu meinte Shindy, ich habe das nicht ernst genommen, dachte, ach, die raufen sich eh wieder zusammen. Es war eine langjährige Freundschaft. Ich dachte nicht, dass das in die Brüche geht. Schlürfte er an sein Espresso und dann dreht er sich zu seinem Anwalt und fragt ihn etwas mit vorgehaltener Hand. Man konnte nicht hören, was. Der Umgang zwischen Bushido und Arafat sei freundschaftlich gewesen, sagt er. Ob zwischen ihnen auch mal die Fetzen geflogen seien, dazu sagt Shindy, nicht vor mir. Es war nicht so, dass ich es mitbekommen habe. Seine eigene Karriere habe 2013, 2014 angefangen. Mit Blick auf K1 erklärte Shindy, da gab es auch einen Streit. Am Ende haben beide Seiten gestritten. Ich war damals sehr jung und unbeteiligt. Und nimmt dabei den 13. Sip von dem Espresso, den man vor dem Saal 500 ziehen konnte für 2,40. Und das Treffen im Jahr 2000. Das ist alles, das ist so ein Film hier, Alter. Junge, als hätten wir nicht irgendwie. Bruder, Alter. Lass mich nicht neben einen Klimakleber kleben, Alter. Scheiße, okay, weiter. Ich war damals sehr jung und unbeteiligt. Über das Treffen im Jahr 2018, bei dem alle Künstler zusammengekommen seien, um über die geschäftliche Trennung der beiden informiert zu werden, sagt Shindy. Im Detail erinnere ich mich nicht. Es gab ein paar Diskussionen. Nee, das muss man ja ruhig. Es gab ein paar Diskussionen. Ich war sehr unbeteiligt. Ja, wie würde er reden? Das ist schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er redet. Ich weiß nur, wie er rappt. Also, im Detail erinnere ich mich nicht. Es gab ein paar Diskussionen. Ich war sehr unbeteiligt. Also, man merkt schon, er hat keinen Bock, überhaupt zu reden. Er sagt nur das absolut Nötigste. Die Bürotür sei allerdings nicht abgeschlossen gewesen, sagt er. Und das ist wirklich sehr wichtig. Weil auf der Aufnahme, weil das bestätigt auch die Aufnahme, das bestätigt nicht nur, dass Bushido gelogen hat, sozusagen doppelte Bestätigung, weil auf der Aufnahme hört man Leute rein und rausgehen. Bushido hat aber gesagt, reingekommen, abgeschlossen und du snitch. Das kann aber nicht sein. Nahm er einen 13., aber letzten Sip von dem Espresso, den es vor dem Saal 500, den man ziehen konnte. Auf die Frage, ob er eine körperliche Auseinandersetzung mit Arafat gegeben habe, sagte er, nein. Als Shindy 2018 Arafat im Bietigheim beim Stuttgart begegnet sei, habe es keine körperliche Auseinandersetzung gegeben. Ihr wisst vielleicht, aber ich sag mal gleich, vielleicht erwähnen die es noch, sie hätten sich darüber unterhalten, wie es weitergehe. Shindy betonte, ich wollte mit keinem der beiden zusammenarbeiten. Ich wollte beruflich gesehen mehr Freiheiten. Das hatte ich davor nicht. Während Shindy sprach, merkte der Richter an, dass er schlecht zu verstehen sei. Sie müssen sich ein neues Mikrofon kaufen, raunte der Künstler. Oh, das müssen wir nochmal auf Shindy machen. Warte mal. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe trotzdem manchmal auch gefragt, so, wie sieht eigentlich so dein Leben als Papa aus, abseits dieser ganzen Musiksache? So? Also wie ist so ein Tag, wenn du jetzt wirklich mal nichts mit Musik, mit Anwälten. Lass mich raten.
Windeln wechseln, spazieren gehen, keine Ahnung. So ist da mein Mauschen. Egal. Sonst irgendwas zu tun hast. Wie sieht das aus? Dann versuche ich irgendwie Nico dazu zu bekommen, mit mir Zeit zu verbringen. Das heißt, du musst ihn dazu bringen? Ja, er ist sehr, sehr busy und wenn er seinen Tag morgens durchgeplant hat. Sie hätten sich darüber unterhalten, wie es weitergehe. Shindy betonte, ich wollte mit keinem der beiden zusammenarbeiten. Ich wollte beruflich gesehen mehr Freiheiten, das hatte ich davor nicht, ja. Während Shindy sprach, merkte der Richter an, dass er schlecht zu verstehen sei. Sie müssen sich ein neues Mikrofon kaufen. Raunte der Künstler, eine Raunten geht anders. Ja, sie müssen sich ein neues Mikrofon kaufen. Das ist ja keine Ahnung. Wie muss man sich das vorstellen? Sie müssen sich ein neues Mikrofon kaufen. Du Peach. Was haben sie gesagt? Peach Eistee schmeckt lecker. Aber ich finde ja, also Einspruch! Der Zitronen-Eistee ist mindestens genauso gut. Stattgegeben. Jury. Wir, Jury, im Namen des Dings, Volk und so weiter, finden aber immer noch auch, dass Rapper-Eistees hier auch mitbezogen werden müssen. Sie müssen sich ein neues Mikrofon kaufen, raunte dieser Künstler. Und weiter, ich habe noch nie in meinem Leben genuschelt. Da ist das erste Mal, dass er vor Gericht gelogen hat. Das kann man schon mal tätowieren. Der Richter witzelte daraufhin, ich erinnere Sie an Ihre Wahrheitspflicht, oh Mann. Der Richter ist aber cool. Ey, das ist geil, hier hat er gelogen. Ich habe noch nie in meinem Leben genuschelt. Geplant hat und ich halt erst um 11 Uhr, 12 Uhr komme und sage, hey, wollen wir spazieren gehen oder wollen wir ein bisschen Cabrio fahren, Eis essen, was auch immer. Und der aber schon mit Opi verabredet ist für 13, 14 Uhr, dann haben wir Zeit mit den See und so, solche Sachen. Ja. Okay. Also ich unterhalte mich einfach. Also hier ist schon gut, das Mic ist schon sehr deutlich, aber wenn der rappt, schon dieser Leanback-Stil. Schon dieser eine. Aber ich finde das so geil, wie so selbstbewusst ist im Richter. Ich würde ja versuchen, ganz cool zu sein mit dem Richter. Also, man versteht sie nicht. Entschuldigung. Also, so und so und so, weil man will ja auch irgendwie glaubwürdig rüberkommen. Man will ja auch so. Hören Sie, Herr Richter, das ist eine Mumble-Aussage. Verstehen Sie das nicht? Und wenn Sie mich nicht so gut hören, dann machen Sie die Chain besser. Die Chain, die ich auch für Mäus gemacht habe. Die Chain. Was ist das überhaupt für ein Mike? Hören Sie mal. Bruder, ich habe doch noch nicht mal angefangen zu reden. Sie meinen, ich nuschle, aber ich habe noch nicht mal angefangen zu reden. Wissen Sie, was dabei rauskommt, wenn ich anfange reden? Platin. Stell dir mal vor, der hätte es aus dem Richter so gesagt. Wissen Sie, was... Ich kann hier auch nicht so viel reden. Nachher schneiden Sie das zusammen, ChatGPT, und machen einen miesen Hit draus. Und dann wieder ein Platin. Ich bin Künstler. Ich werde normalerweise bezahlt fürs Reden. wäre eigentlich Film. Wäre geil, wenn er so gemacht hätte. Ich muss sagen, ein Freund von mir, der vor Gericht war heute, hat mir gesagt, dass wirklich wenig los war. Wenig Journalisten, wenig Zuschauer. Das hat irgendwie komplett abgenommen. Ich sehe das ja auch an YouTube. Die Dinger gucken, ja, guckt ja kaum noch einer. Nur noch die absoluten, absoluten Methadon-Programm-mäßigen. Also ich. Leute, die wie Buxnitsch. Also, es geht weiter. Ich erinnere Sie an die Wahrheitspflicht, sagte der Richter auf Minority-Basis. Shindy lehnte sich im Anschluss zurück. Dies passte dem Richter ebenfalls nicht. Sie sitzen hier nicht auf der Couch vom Fernsehen. Setzen Sie sich vernünftig hin, gab er an. Ich muss mich kurz entspannen, meinte der Rapper. Wir unterbrechen, damit der Zeuge seine Stimme ölen kann, entgegnete der Richter bestimmt. Kurz danach ging es weiter. Das ist nämlich der sogenannte Minority Report, denn hier wird Crime geredet. Shindy wird nach Geldforderungen gefragt.
Seine Freundschaft zu Arafat habe 2012, 2013 begonnen. Der Richter sprach von einem harten Cut zwischen ihnen. Dazu sagte Shindy, ich wollte mehr mein eigenes Ding machen. Herr Abu Chaka war sehr beschäftigt mit dem Streit um Bushido. Zu der Frage, ob Arafat ihm erzählt habe, Bushido geschlagen zu haben, meinte er, das hat er mir nie berichtet. Angst vor Arafat habe er darüber hinaus nicht. Es gebe keinen Grund dafür. Trinkt er noch einen Sip aus diesem Becher, aber einen wilden. Ja, wo sind diese Sprüche jetzt? Ich brauche ein paar Sprüche. Du Fanboy! Auf Bushido treten? Ich glaube, ich könnte auch einen Lügendetektor austricksen. Leute, wir brauchen Wizik. Oder wie heißt das? Wizic? Ja, Ass. Wir brauchen das als Knöpfe. Leute, das geht nicht. Das ist jetzt auch nicht auf dieser Scam-Ebene. Dann, die Richter, der Richter fragte ihn, ob Arafat Geldforderungen an ihn gestellt habe. Dies erklärte er so. Da ist nichts draus entstanden. Man hat sich auf keine Summe geeinigt. Als es um eine mögliche Ablösesumme aufgrund der Trennung ging, grätschte Shindys Anwalt dazwischen. Die Frage spielen in einem anderen Verfahren eine Rolle. Da können wir jetzt hier nicht drüber reden. Oberstaatsanwältin Petra Leisner, benannt nach dem Leisner-Ordner wegen Akkurarität, wegen Serra, ne, was sie macht, hackte jedoch hier auch nochmal nach, wegen Hack. Sie hat Kerl gemacht und hielt ihm Aussagen aus seiner Vernehmung von Mai 2019 vor, in denen es um möglicherweise unberechtigte Forderungen ging. In einem Vernehmen sprachen sie davon, sich auf 1,2 oder 1,4 Millionen Euro geeinigt zu haben, sagte Hackmeister Leister. Shindy erklärte, ehrlich gesagt, habe ich keine genaue Erinnerung. Wenn ich das so gesagt habe, dann wird es so gewesen sein. Sip. Am 22. Mai 2019, mein B-Day, sei Shindy nicht zu persönlichen Vernehmungen in Berlin erschienen. Ich wollte das lieber in Stuttgart machen. Und weiter, ich war ein bisschen angefressen. Ich habe es bei der Polizei dramatischer gemacht, sodass ich nicht extra nach Berlin muss, Geburtstag wieder hoch. Kurz danach sei nämlich sein Album Drama entstanden und das passte dazu. Dramatisch, Drama, Botox. Der Richter fragte ihn, ob er damit erfolgreich gewesen sei. Shindy entgegnete, ich war erfolgreich, wie immer, obwohl ich so nuschele. Dicker, so viele Stand-Up-Comedians im Rap, keiner weiß es. Oh Mann, ich war erfolgreich, wie immer, obwohl ich so nuschle. Mit den Worten, sie haben es hinter sich, wurde Shindy aus dem Zeugenstuhl dann entlassen. Am 1. Juni findet der nächste Prozesstag statt. Der nächste Juni wäre dann nächste Woche. Tschüss. Pickkeller schreibt, hat der Prozess nicht mich mittlerweile 10-mal so viel gekostet, wie eine Strafe überhaupt kosten könnte? Ja, 100%. Wir sind bei der 97. Verhandlungstag, Bruder. Also, bevor ich einen miesen Midget-Fight mache gegen PA, ne? Ja! Bushido-Prozess, Rapper Shindy sorgt vor Gericht für Eklat, muss mich erstmal entspannen. Ja, Jana Wengert von der Westen war vor Ort und hat uns das zusammengefasst. Es ist inzwischen der 97. Verhandlungstag im fast schon endlos erscheinenden Prozess zwischen Rapper Boo Snitch und seinem einzigen Geschäftspartner, besten Freund, Kumpel Arafat, der mittlerweile ein TikTok-Star ist. Papa Ari, darf ich reden? Erneut soll Michael Schindler, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Shindy, mehr Licht ins Dunkle bringen. Der Rapper nahm bereits 2021 auf dem Zug ist auch gut, Zeugenstuhl Platz. Am Mittwoch, 24. Mai, stand Shindy nun abermals vor dem Richter und sorgte für einen regelrechten Eklat. Mit pinkfarbener Jogginghose, man weiß das ja, Jogginghose, weißem Oversize-Shirt, mit Botox in der Hand, Nike-Sneakers, einer Luxusuhr,
Am Handgelenk und der Goldkette um den Hals erschien der Musiker an der Seite seines Anwalts im Berliner Landgericht. Zum Streit zwischen Bushido und Arafat hatte er nicht viel zu sagen. Seine Antworten kamen jedoch größtenteils nicht mal beim Vorsitzenden an. Der Grund: das Mikrofon. Wieder einmal ist es das Mikrofon. Immer wieder wurde Shindy aufgefordert, doch deutlicher und ohne zu nuscheln in das Gerät vor ihm zu sprechen. Sie müssen sich einfach mal ein besseres Mikrofon kaufen, konterte der 30-Jährige genervt. Irgendwann schritt dann sogar, übrigens interessant, hier wird er anders zitiert, ne? Das ist interessant, normalerweise sind die Zitate immer gleich. Hier sagen sie, sie müssen sich mal ein anderes Mikrofon kaufen. Sagt er das drüben auch? Na egal, habe ich vielleicht durcheinander gebracht. Kontert der 30-Jährige genervt, natürlich auf Shindy Art. Irgendwann schritt dann sogar Arafats Verteidiger ein und gab Shindy den Rat, sich doch zu entspannen, dann würde man ihn auch mal besser verstehen. So, gesagt, getan. Auf die nächste Frage des Richters antwortete Shindy einfach gar nicht mehr, sondern lehnte sich entspannt auf seinen Stuhl so zurück, so auf den. Mit Espresso. Nach der Ermahnung des Vorsitzenden, sich doch bitte vernünftig hinzusetzen, antwortete der 34-Jährige bloß: Ich habe mich doch nur entspannt. Wie no, ich habe mich doch nur gebotoxt kurz. Ich weiß nicht, ich würde mich vor Gericht gar nicht trauen, diese Filme zu machen, weil ich mir, wie gesagt, vorhin habe ich das gesagt schon, wie ja glaubwürdig auch rüberkommen, wenn man ja auch was, also man ist zwar vor Gericht, ist ja kein Comedy. Und du hast ja schon diesen 55er gemacht und deinen Film gemacht, da würde ich doch lieber einfach kooperativ und also sei, mach doch das, was du vorhast und dann geh. Aber gut, man ist ja nur kurz entspannt. Der Vorsitzende blieb gelassen. Ich mache mal den Udo aus Versehen. Der Vorsitzende Richter Martin Bronsch blieb gelassen. Er ließ den Zeugen dann ein Glas Wasser bringen und unterbrach die Verhandlung um 10 Minuten. Für Shindy offenbar der perfekte Zeitpunkt, um neue Kraft zu tanken. Der Nautilus-Interpret zückte kurzerhand sein Smartphone und checkte seine Instagram-Seite. Warum eigentlich? Der postet eh nichts. Auf jeden Fall, nach kurzem Verschnaufpause ging es allerdings nicht gerade harmonisch weiter. Stattdessen folgte die nächste Stichelei mit Fokus auf das Nuschelgate. Auf die Frage des Richters, ob Shindy denn erfolgreich mit seinen produzierten Alben sei, antwortete dieser schlicht: Ja, wie immer. Obwohl ich so nuschele. Ja, wie immer. Obwohl ich so nuschele. Schwimmautilus. Schnell zurück ins Aufnahmestudio, um neue Musik zu produzieren, konnte Shindy aber nicht. Die Frage der Staatsanwältin zog sich so in die Länge, dass sein Rückflug von Berlin nach München sogar umgebucht werden musste. Besonders ärgerlich, rund 2 Minuten nach den 10-minütigen Unterbrechungen nahm der Fragenhagel dann plötzlich doch ein Ende. Die Flugumbuchung wäre letztlich gar nicht nötig gewesen. Wir haben kurz mal den Flug umgebucht, angelegt auf Espresso. Auch wenn Michael Schindler aka Shindy Berlin nach diesem Besuch sicherlich nicht in guter Erinnerung behalten wird, ich glaube, das hätte er auch schon vorher nicht, aus dem Zeugenstand wurde er nun immerhin endgültig entlassen. Ein Ende im Prozess zwischen Bushido und Arafat ist hingegen noch lange nicht in Sicht. Bereits am 1. Juni folgt der nächste Verhandlungstag. Das wäre dann Verhandlungstag Nummer 98. Leute, wir sind kurz davor, diese Steuerverschwendung auf dem 100. Tag zu sehen. Alter, das war mal vor langer, langer Zeit ein Running Gag von uns, ein Joke. Schaffen wir die 100 Tage, das war mal ein Joke. Wir schaffen jetzt tatsächlich nicht nur die 100 Tage, es werden wahrscheinlich mehr als die 100 Tage. Auf ChatGPT angelehnt, aber der Richter zu Shindy. Warte mal, habe ich das? Mashallah. Flair Voice, Psychopath. Bisher konnten wir keine Lüge feststellen. Auf Bushido treten? An diesem Tisch wird nicht gelogen. Alles Kulimuli? Du guckst zu viel Roos, Alter.
Und die Dame nervt ja auch gleich rum. Leute, ich sag euch ehrlich, ne? Ihr Sinne stirbt vor Neid. Der Richter so zu Shindy. Mashallah, mach nochmal. Ah. I got 99 Gerichtstage, but a snitch ain't one. Es ist alles erstunken und erlogen. Das ist einfach von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Ich habe nie mit der Polizei geredet. Das ist alles erstunken und gelogen. Bro, ich bin kein Zinker. Mhm. Ja, also, ja, hab ich auch nicht gedacht. Ey. Bro, ich bin kein Zinker. Ja. Entschuldigung. Hab ich keiner gesagt. Hat keiner gesagt, beruhigt sich doch mal, ehrlich jetzt. Wo ist denn nochmal Adam? Kannst du mir nochmal die Sprachnachricht schicken, die der Bushido uns geschickt hat? Sag mal, Adam, hat mir doch deine Sprachnachricht geschickt. Wo ist die denn? Auf Basis von Nettigkeit angelehnt. Na, zeig mal. Das ist sehr interessant. Leute, ich zeig's euch jetzt, aber ey, das heißt trotzdem nicht, dass ich cool bin mit dem. Ich will trotzdem mit dem nichts zu tun haben. Bruder, du bist schon so ein richtiger Rap-Nerd, ne? Bruder. Walla billa, ich werde nie wieder reagieren. Ich rede hier die Wahrheit in diesem Podcast. Ruß, mein Bester. Wie geht es dir? Lange nichts mehr von dir gehört. Ja. Ich meine nicht per se. Wir hören uns zwar die ganze Zeit, aber haben trotzdem irgendwie praktisch keinen Kontakt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Das wird mir alles zu viel. Nach Jan und Olli greift jetzt auch Serdar mich an. Und du hast es gehört. Was soll ich darauf antworten? Ja. Er sagt praktisch nur, wie es per se wirklich ist. Der Prozess neigt sich auch langsam dem Ende zu. Und es sieht nicht gut für mich aus. Okay. Während sich Choppe auf Twitter mit Lemmingen beeft. Ja, klar. Okay, weiter. Interessiert sich Leister nur mehr dafür, ob Yasser Drogen nimmt. Wird das stimmt. Die Öffentlichkeit diese 100 Verhandlungstage einfach vergessen. Sag mir, dass du mich liebst, aber erst. Kann ich mich noch in Deutschland blicken lassen? Doch, komm, auf Döner. Weißt du, was ich meine? Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich sehe dich Tag für Tag Wagyu Steaks essen, während Anna-Maria mir Tiefkühlpizza auf dem Karton serviert. Melek Jörg zahlt auch nicht mehr wie früher. Ich kann das nicht mehr ertragen. GB sagt, er guckt nur die Highlights, aber er kennt den ganzen Soundboard auswendig. Er denkt, ich merke das nicht, aber ich muss innerlich weinen, wenn er mir sagt, ich solle meine dreckige Fresse halten und nicht so viel reden. Was er nicht weiß ist, halt deine dreckige Fresse und rede nicht so viel. Dass er die Abos praktisch mit meiner Kreditkarte verschenkt. Und jetzt hat Flair auch noch No-Name 2 angekündigt. No-Name. Genau jetzt, wo ich erst vor 2 Wochen Animus ins Rücken gefallen bin. Wie soll ich da antworten? Als ob Eko mir ohne Arafat nochmal für 400 Euro ein Diss schreiben würde. Ich ficke doch mein Leben. Bitte lass uns dem ein Ende setzen. Sag nur, wie viel und wohin ich überweisen soll. Liebe Grüße, dein Busnitsch. 500k, ich gebe dir mein Sparkassen-Info, mein Sparkassen-IBAN schicke ich dann. Dein Busnitsch. Tatsächlich schreibt einer, hat er das wirklich so gesagt oder ist das ChatGPT? Ja, ChatGPT kann das nicht. Ja, der hat, das war eine Instagram-Sprachnachricht, aber ich habe keinen Bock auf den, ich habe nicht geantwortet. Also ich habe ein Hunde-Emoji zurückgeschickt. ChatGPT. Aber es ist echt krass. Einer hat vorhin geschrieben, ich brauche einen AI-Podcast von Ruse und Busnitch. Das ist ja wirklich krank. Adam, können wir mal so ein Ding machen? So eine Folge, exklusives Interview mit Busnitch. Kann er nichts machen. Das ist nicht Busnitch. Das ist nicht Bushido. Es ist Busnitch. Und dann mache ich eine was los mit ihm auf, aber auf ChatGPT. Der absolute Real Talk. Das wäre doch ChatGPT Bar. Ey, das wäre krass, aber jetzt wirklich, ne? Das wäre ein miese Drehbuch. Das wäre so mies. Ja, was geht ab? Hier ist Ruth. Chicke, chicke, was los? Habe mit, und dann so auf AI-Stimmenbasis angelehnt. Ey, muss das machen, Alter. Hey, ChatGPT.